Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Space Astronomy. Ja, wir sind momentan dabei. Ein Endersteinbruch haben wir, ein QED sollten wir uns noch basteln und dazu brauchen wir noch ein, wie hieß denn das Ding jetzt? Können wir gleich mal gucken. So, Enderfluxkristall, genau. Enderfluxkristall, da ist er. Da brauchen wir noch einen von. Das geht aber nur mit einer schönen Enderauge. Weißt du was, wir machen gleich 1, 2, mal gucken, wie viele wir rausbekommen. 4 Stück. 1, 2, 3, 4 will ich haben. Einen fünften bekomme ich noch hier. Jo, wir haben mal wieder eine Quest fertig. Und Efficiency Mining. Wir sollen natürlich Endermarker herstellen. Genau, deswegen habe ich ja auch die Dinger hier gebaut. Das werden wir auch tun. Muss noch mal gucken, wo ich das wieder hinsetze. Schlimm mit meinem Platz, ne? Jetzt bin ich hier schon zweistöckig, obwohl ich so langsam anfangen wollte, eigentlich auszubauen. Aber ja gut, da sind wir ja auch drüber. Heißt im Klartext, ich setze es einfach hier hin. Wir haben Platz nach unten. So, da kommt einer hin. Umso mehr von den Dingern wir haben, umso schneller geht es ja. 1, 2, 3, 4, 5. So, der hier oben drauf. Bums. Und jetzt brauchen wir jetzt nur noch für diese Fackeln. Was brauchte man dafür gleich? Ich glaube, das ist nicht das richtige Buch. Das ist das richtige Buch. So, ich glaube, für die Endermarke brauchte man... Warte mal. Endermarker. Endermark. Erschaffe Enderman. Enderman Kopf. Ach, es ist alles so dunkel hier. Ich sollte mal. Warte mal, ich mache das mal so hier. Vielleicht sieht man das besser. Hm? Ist aber trotzdem keiner dran. Hm. Ich mach mal nur Marker. Mal gucken, was rauskommt. Mark. Okay, da sind sie. Ender-Strichmarke, alles klar. Ich brauche 2 Ender-fundierte Obsidian und eine Ender-Perle. Das sollte machbar sein. Deswegen mal hoch. Ender-Perlen haben wir ja ein paar. 4 Stück, eigentlich brauche ich nur 3, aber ich nehme mal 4. Immer Reserve und Obsidian haben wir, brauchen wir dann logischerweise, wenn ich 2 brauche, 8. Runter damit. Und dann kann hier der Ender-Marker ebenfalls markieren. Dauert auch nicht so lange. Das ist gut. Das heißt, die Ender-Query hatten wir schon fertig. Das heißt, prinzipiell könnten wir eigentlich schon anfangen. Wir bekommen sogar... Warte mal, wenn ich jetzt mal hier gucke. Ein Speed-Upgrade 1. Das ist mir zu wenig. Ich will mindestens haben... eine Enderquery mit einem World Hole Upgrade, das kriegen wir vielleicht noch hin. Ein Speed 3 Upgrade und Lucky und ein Pumpen Upgrade. Gucken wir mal. Enderquery, die müssten ja da sein. Ne, Steinbruch, nein. Upgrade, da haben wir sie. Okay, wir brauchen also ein Ender Speed Upgrade 3. Das Pumpen Upgrade, das sollte relativ schnell gehen. Dazu brauchen wir nur so und Enderquery Base, auch ein QED, verbranntes Quarz und Ender-unfundiertes Obsidian, okay. Obsidian, haben wir noch ein bisschen was da. Dann Quarz, sind die anderen jetzt mittlerweile angekommen? Nein, natürlich nicht. Weißt du was, so. Mim, so. Warum auch immer das gerade nicht ankommt. Verstehe es nicht. So, verbranntes Quarz. Machen gleich mal ein paar mehr hier, komm. So, okay. Gehen mal runter und machen erstmal so ein Ender Query Base. Vielleicht gleich ein paar mehr. So, die Fackeln haben wir. Quarz in der Mitte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, dann kriegen wir schon mal 2 Ender Query Bases raus. Was brauchen wir denn noch? Das ist doch nicht unwichtig zu erfahren. Gerade. Also, wir haben hier eine Base, das ist relativ leicht, das Teil. Was ist das hier? Ein World Hole Upgrade mit einer Mülltonne. Das sollte auch relativ schnell machbar sein. Eine Quarzsäule oder Quarz allgemein. Und so eine Upgrade Base, das kriegen wir ja wohl hin. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Mülleimer einstecken habe oder ob wir einfach nur einen machen müssen. Werden wir gleich sehen. World Hole. Das World Hole Upgrade übrigens einfach nur, damit ich dann sehe, wie viel in der Farmwelt abgefarmt ist. So. Ich glaube, das braucht auch, ja, guckt, das braucht auch keine zusätzliche Energie. Das ist toll. Ja, die Base fehlt noch.
Was brauchen wir hier? Braucht das eigentlich zusätzliche Energie? Nein, auch das nicht. Das ist sehr toll. Das Luck-Upgrade, das braucht ordentlich Energie zusätzlich. Ob sich das lohnt, ich weiß nicht. Aber wir haben eigentlich genug Energie zur Verfügung. Vielleicht machen wir auch nur ein Luck-Upgrade 1 oder 2. Das würde vielleicht auch reichen. Weil eigentlich, wenn wir die Query laufen lassen, dann kommen wir gut hin. Aber das Speed-Upgrade, das Dreierfache, das muss schon sein. Würden wir wahrscheinlich eher das nehmen. Wenn das Luck-Upgrade nicht wird, ja, nehmen wir das. So, wir haben erstmal diese beiden. Da werde ich wahrscheinlich gleich nochmal was brauchen von. Werden wir aber auch gleich machen. So, machen wir erstmal hier das World Hole Upgrade und dann das Upgrade erstmal. Upgrade. So, da ist er. Hier das Pumpen-Upgrade, denn ich will halt auch gleich zum Beispiel das Öl, was wir ja durchaus brauchen könnten, und vielleicht die Lava und alles, was wir sonst noch so finden, mit weggegradet haben. Ich brauche verbranntes Quarz nochmal und Ender-infundiertes Obsidian nochmal 4. Quarz. 1. Und Obsidian. 1, 2, 3, 4. Für das Dingens-Upgrade. Und das Speed-Upgrade 3 sozusagen. Was allerdings wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen dauern wird bis dahin. War, glaube ich, verkehrt. Ja, so ist besser. Okay. Lalalala. Denn für das Speed-Upgrade brauchen wir nämlich Speed, muss ich mal gucken. Da. 2 Efficiency-Spitzhacken. Efficiency 5. Und ein Speed-Upgrade 2. Gut, das Speed-Upgrade 2 ist vielleicht noch machbar, weil daraus wird wahrscheinlich ein Speed-Upgrade 1 genommen. Claim Reward. Okay, das Speed-Upgrade 1 haben wir damit. Das ist noch machbar, das ist noch im grünen Bereich. Gibt es noch irgendwas anderes, was ist hier? Ne, hier in die Richtung geht es leider nicht mehr weiter. Getting Resources, naja, das können wir ja vielleicht bei Gelegenheit mal machen. T2 Protection müssen wir uns wahrscheinlich dann auch früher oder später mal antun. Aber erst einmal Speed-Upgrades. So. Wir brauchen hierfür eine Efficiency 3 Spitzhacke. Geschwindigkeitsupgrade sollte kein Problem sein und das Ding. Gucken mal, ob wir hier hinten. Was haben wir denn hier? Seelengebunden, Haltbarkeit, XP Boost, Seelengebunden, Wasserabilität, extra Boost, Schusssicher. Ja, hier wird nochmal Seelengebunden. Okay, das kann ich alles durchaus verwenden, wenn mal irgendwas ist. Falls man nochmal stirbt und sowas. Ja, ansonsten kann der Rest eigentlich raus hier. Ja, lalalala. Das heißt, wir müssen uns wohl oder übel Efficiency mal zusammen craften. Beziehungsweise, wie ging denn das? Ad Enderio. Hier ging doch da irgendwo, die hatten doch, jetzt juckt das Ohr, Augenblick, ein Erfahrungsobelisk nicht, ein Wetterobelisk nicht. Nein, lockender Obelisk auch nicht. Wie hieß denn das Teil? Lalalala, da konnte man doch immer so schöne Sachen machen. Gequälter Enderman-Kopf, der Arme. Hier, genau, Verzauberer. Den brauchen wir jetzt und zwar ist das relativ einfach machbar. Sehr schön. Den stellen wir mit unten hin, weil ich es kann. So, so. Okay, und jetzt kann ich mal hier gucken, was brauchen wir. XP-Boost brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen schutzsicher Wasser, die Schärfe, Plünderung, Effizienz, da hast du das. Das braucht nur Redstone. So ein Buch und Feder und nur Redstone. Und zwar mit 13 Erfahrungen und 36. Boah, das ist ja billig. Na gut. Dann machen wir das mal. Redstone. Nehme ich mir gerne mit. Buch und Feder. Da. Dieses hier. So. Machen wir gleich mal 1. 2. 3. Okay. Rein da. Und dann wieder runter. Und legen mal das Buch rein. Und was war das andere? Effizienz 3. Brauchen 3. 1, 2, 3, 36. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 36. Okay. Rein da. Verfehlen natürlich Erfahrungskosten ein bisschen. Gucken wir mal. Sollte ja machbar sein. So. Efficiency 3. Huch. Mal wieder hoch. So, Efficiency 3 rein. Dann Speed Upgrade. Benötigen wir für das Speed Upgrade natürlich Geschwindigkeitsupgrades, was eigentlich kein Problem sein sollte. So.
Und eine Diamantspitzhacke. Okay, da sollten wir uns mal eine machen. Und die mit Efficiency machen. Jetzt juckt mir die Nase, die Ohren. Ich weiß auch nicht, was das jetzt ist. So. Schnief, schnief. Naja, ist egal. So, wir gehen hoch. Hallo. Da hoch. Hier hinter, da haben wir ja unsere Ambosse. So, das. Und ich sollte vielleicht auch, das wäre nicht schlecht, das Effizienzbuch mitnehmen. Guck mal, ich habe noch eine Dia-Spitzhacke. Ich gerade. Na gut, die kann ich auch noch verwenden. Das ist jetzt nicht das Problem. So, also erstmal die Dia-Hahn da rein, das da rein. Erfahrungskosten 5. Padims, padims. Damit hätten wir die und kriegen schon das Efficiency 2 Upgrade hin. Also das Speed 2 Upgrade. Speed 2. Sehr schön. Wunderbar. Für dieses brauchen wir erstens 2 Stapel Upgrades. Mal gucken. Nein, was fehlt? Ein Gold Nugget. Dann müssen wir mal wohl oder übel nochmal ein Gold zerlegen. Machen wir es mal so. So, okay. Gold allgemein. Haben wir nicht mehr ganz so viel hier. Dann machen wir mal so hier. 36. Also Speed Upgrade 3. Wir brauchen also das und das. Okay. Das hätten wir. 2 Dia-Spitzhacken. Eine hatten wir noch. Das kommt eine raus. Und die andere holen wir. Diamant-Spitzhacke. Und Speed. Jetzt muss ich nochmal gucken, welche Verzauberung, dass ich nicht die verkehrte nehme. Effizienz 5. Das heißt, wir brauchen nochmal jede Menge Redstone. Redstone. Ich nehme alles mit, was drin ist. Nicht vom Gold, sondern vom Redstone. So, gehe damit runter. Und guck nochmal rein ins Rezeptbuch. 24, 36, 48, 60. Okay, das kriegen wir, denke ich, hin. Na gut, zumindest einmal. Dann muss ich nochmal 10 Redstone holen. Sollte aber nicht das Problem sein. So und so. Und natürlich Erfahrungskosten. Weißt du was? Dann hole ich gleich mal die 10 Redstone. Weil ich kann. Red. So. So. So, mehr als 10 Redstone. Sehr schön. Lalalala. Und jetzt hier ordentlich Erfahrung tanken. 29 brauchen wir. So, und noch einmal. 28, 29. So, sehr schön. Das nächste, was. Achso. Genau, Book and Quill, sowas. Genau. Und hier Redstone rein. Zim, zim, zim. Haben wir alles. Sehr schön. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Erfahrung mit. Denn wir brauchen ja auch noch ein bisschen was zum Verzaubern. Ich weiß noch nicht wie viel. 21 müsste aber eigentlich reichen. So, beziehungsweise raufhämmern. So, so und so. 8. Na siehst du, haben wir doch gut geschätzt. Sehr schön. Die zurück. Hier könnten wir eigentlich nochmal blub, 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 das Zeugs loswerden. Sehr schön. Und die beiden rein. Speed. Nicht so weit. Speed. Speed Upgrade. 1. So. Wunderbar. Jetzt haben wir 3 Upgrades. Und das andere wäre eben das Lucky Upgrade. Luck. Gerade. Wie wird das geschrieben? Stick Touch Upgrade wäre auch ganz nett, brauchen wir aber eigentlich nicht. World Hold Upgrade, Fortune Upgrade, genau, Fortune hieß es. Wahrscheinlich Stufe 1. Upgrade Base, Stufe 1. Ich glaube, wir machen Stufe 1, das muss reichen. Dafür brauchen wir eine Glücksspitzhacke, eine. Okay, dann gucken wir mal runter, wie viel Glück wir brauchen. Gleichzeitig können wir mal Quartz 1 mitnehmen. Und wir können mitnehmen irgendwas anderes. Fragt mich nicht was. Ich muss mal kurz gucken. Einfach nur gucken, ob das hier auch wirklich angeschlossen ist. Doch. Gerät online, Gerät online. Gut, warum wurde das Zeug... Ja, egal. So, ich brauchte noch ein Buch und Feder. Buch und Feder. Machen wir noch eins. Sehr schön. Und ich brauchte... irgendwas anderes. Fragt mich bitte nicht was, ich habe schon wieder vergessen. So, ein zweifacher Multiplikator, das wäre dann insgesamt 10-fach. Ach ja, die Obsidian. Obsidian. Da, 3 haben wir noch davon, das ist ein bisschen wenig.
Ender infundiertes. Wie heißt das genau? Obsidian. Mal gucken wir mal. Vielleicht finden wir es ja hier drin in dieser dunklen Kiste. Hier, da ist es doch schon. Ender infundiertes Obsidian. So, 4 Stück. Nochmal 4 kommen. So. Dann gehen wir damit runter, machen so wieder so eine Base. 1, 2, 3, 4. Das Glücksupgrade muss jetzt nicht unbedingt sein, muss man wirklich sagen. Aber ja, besser man hat, als man hätte. So sag ich das dann. So. Weil, wie gesagt, kriegt man mehr Redstone raus, obwohl das ein. Ja, gut, wir bauen es jetzt, wir haben es dann einmal und fertig ist. So. Damit haben wir 2 Upgrade Bases. Eigentlich wollte ich nur ein. Ja, ist egal. Ja, und gehen hier hin und machen so und dann Fortune. Ach so, ich sollte vielleicht noch das Glück auf die Spitzhacke klatschen. Lalalala. Erstmal aufs Buch. Was brauche ich denn dafür? Hätte ich ganze Zeit schon gucken können. Autosmeltschutz, Federfall, schüssige Atmung, Dornen, Schärfe, Rückstoß, Verbrennung, Effizienz, Glück. Ja, nur Smaragde. Und zwar 4. Ja. Okay, wir haben ja einige Smaragde hergestellt, die sollten zwar eigentlich alle verarbeitet werden, aber wir können ja durchaus hier 1, 2, 3, 4 mal mitverwenden. Komm, was soll der Geiz? So, 4 Stück. Also, Smaragde. Rein. Ne, nicht da rein. Smaragde. Guck mal, hier haben wir sogar wieder welche drin. Die kamen wahrscheinlich noch von der Quarry. So, und dann runter. So, das raus. Das rein. Das rein. Jetzt nochmal nach die Erfahrungskosten gucken. 8, okay. Haben wir. Ich nehme mal nochmal 5 mit. Denn wir müssen ja noch eine Spitzhacke für machen. Spitzhacke. So, Diamantus. War doch Diamant, ne? Ich guck lieber nochmal. Fortune. Muss ja nicht unbedingt was verschwenden. Eine Eisenspitzhacke, siehst du? Gut, dass ich nochmal geguckt habe. So. So. Und so. Damit hat es den Amboss zerlegt. Okay. Absolut, wir haben ja noch einen. So. Das Ding raus. Und dann nochmal Fortune. Ich wollte gerade sagen, das Tee wollte wieder nicht. Fortune. Jetzt ging es gerade nochmal. Fortune Upgrade. Fortune Upgrade. Okay. So. Haben wir. Okay. Damit hätte ich eigentlich alle Upgrades. Die Ender Query habe ich. Das habe ich. Was will man mehr? Das Zeug kann raus. Das heißt, ich könnte theoretisch und auch praktisch die Ender Query schon aufstellen. Ich werde es nur wahrscheinlich so machen, dass ich die noch nicht laufen lasse. Weil ich ja hier dann noch im System ein bisschen was umbauen muss. Das zeige ich euch gleich. So. Genau. Wir gehen aber erstmal hinter. Nicht dahinter. Wir gehen doch dahinter. In die Welt der Welten. Hier. So, da gehen wir rein. In die Dumms. Futtern was. Im Prinzip bin ich schon im Überlegen, die eigentlich genau an derselben Stelle mit hinzustellen, wie die andere schon steht. Vielleicht eins daneben. Weil ich es kann. Das ist der Grund. Weil, wie gesagt, dann könnten wir hier vielleicht auch noch das Wasser abkramen. Aber wir sehen, die ist zwar noch in Arbeit, aber nicht mehr wirklich viel zu tun. Ich lasse die mal noch zu Ende arbeiten. Deswegen, wie gesagt, werden wir es genauso machen, wie ich es gerade erzählt habe. Wir nehmen dieses hier, setzen das hier hin und jetzt muss ich mir mal merken. Wir sind auf 9 und... früher hatte ich auch mal Stifte hier liegen. Ach ja, Fleck und sein Saustall. Weißt du was, dann gehen wir mal kurz aus dem Bildschirm und sagen hier 39 und noch mal reingucken. Also 48, 47, 39, stimmt, 39, 47, 80, okay. 39, 147, 80. Ich glaube, es war 147, ne? Ja, genau. Und zwar minus. Sollte man sich auch merken. Minus 147. So, minus. Okay. So, jetzt haben wir es. Jetzt kann ich auch in aller Ruhe losgehen und die aufstellen, die ja effektiv unbegrenzt weit ist.
Anders als halt diese, die hier doch schon einiges abgefarmt hat. Klar, wir werden das Gebiet jetzt quasi nochmal leer saugen sozusagen. Aber dann ist das halt so. Lalalala. So. Ja, ich glaube, das werde ich einfach, wie spät haben wir es denn? Ja, die Zeit ist vorbei. Das werde ich einfach so mal offscreen machen. Ich werde so knapp 5000 Blöcke in die Richtung, dann 5000 Blöcke in die andere Richtung verlegen und da dann die Query aufstellen. Müsst ihr nicht dabei sein. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.